Später. Viel, viel später. Eine Folge später. Warum sollte ich landen? Ich kann fliegen, solange ich will. Oh, jetzt doch nicht mehr. Ja. Oh, und wie man sieht, sind wir jetzt im roten Abschnitt, ne? Der Anfang war blau, dazwischen war es grün und jetzt sind wir im roten Abschnitt. Irgendein Modul im Router ist kaputt. Ich habe gerade nicht aufgepasst, welches. Naja, letzten Endes muss der TP jetzt dieses Terminal hacken und die Türen öffnen. Soweit ich, wenn ich mich recht erinnere, gibt es in diesem Abschnitt ein neues Spielelement. Ja, genau so ist es. Es gibt diese Kapsel da oben, diese Glaskugel. Oder wie auch immer man sie nennen mag. Ja, ich glaube, es ist Glas. Ich werde gleich noch sehen, warum. Es ist Glas. Wie könnte das auch anders sein? Hat sie einen lustigen Effekt auf die Zeit. Und zwar ist das keine Zeitreisemaschine, so wie die anderen, die wir bisher kennen, sondern... Ich will es nicht verraten, ihr werdet das gleich sehen. Was diese Teile hier tun, ist... Fump! Einen Lichtblitz aussenden. Komisch, was? Was hat das mit Zeit zu tun? Und warum funktionieren die Lichtschranken nicht? Und warum haben die Schüsse hier angehalten? Man könnte meinen, diese Maschinen halten die Zeit an. Und was geht hier vor? Was habe ich denn? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich? Nichts. Ja, genau, die Zeit hat angehalten. Und die Erklärung dafür ist auch wunderschön, dass der Roboter... Die Zeit ist gar nicht angehalten, sondern der Roboter wurde zu nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und das sieht eigentlich nur so aus, als würde die Zeit stillstehen. Also er ist einfach sau viel schneller als alles andere quasi. Ach ja, genau. Seine Elektronen sozusagen, aus denen der Roboter besteht, neben den Atomkernen, wurden durch Myonen ersetzt. Und die sind, wie wir alle wissen, hoffentlich alle wissen, schwerer als die Elektronen und bewegen sich deswegen auf kleineren Bahnen und sind deswegen viel schneller. Genau. Und weil die so schnell sind, erscheint der Rest dann so langsam außenrum. Anzeige, den Myonen-Level, oben rechts. Ich glaube, der Schalter schließt die Tür einfach, sodass man das sonst nicht lösen könnte. Und jetzt habe ich auch gesehen, warum ich die Glaskugeln genannt habe. Sie zerspringen nach der Benutzung für einige Sekunden. Das heißt, es gibt... Also man kann sie natürlich immer wieder benutzen, aber es gibt zwischen den einzelnen Benutzungsphasen immer so eine kurze Pause, in der man sie nicht benutzen kann. Das Schöne ist, man kann, wenn die Zeit angehalten ist, Dinge verschieben. Man kann sich draufstellen, man kann sie auch hochheben, aber sie fallen nicht runter. Deswegen konnte ich den großen Block gerade darüber schieben. Draufstellen, werde ich auch gleich demonstrieren. Hoffentlich funktioniert es auf Anhieb. Ich habe da unten jetzt gerade die
Blöcke rausgelassen. Ja, verschieben, funktioniert, wie man sieht. Ah, bin ich hoch genug? Nein, ich bin nicht hoch genug. Also noch ein Versuch. Also wir können hier rüberschieben. Wenn ich jetzt den jetzt einfach in der Luft schweben lasse, den Block, und dann die Zeit weiterläuft, dann wird der einfach runterfallen. Also nochmal hier. Und dann Zeit anhalten. Na, diesmal kann es klappen. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich da so einen Block holen kann, um den Schalter durchgehend anzulassen. Aber das geht auch so. Und ich bin... Yep, fertig. Tada! Stimmt, und die Aufzüge funktionieren hier in der Sektion. Stimmt, die sollten eigentlich nicht funktionieren, weil die zentrale Lichtintelligenz ja zerstört wurde. Aber wenn die jetzt funktioniert, dann... Und wenn die jetzt funktionieren, dann muss die ja wieder aufgebaut sein. Wer würde sowas tun? Keine Ahnung. The Gap. Wie war das? Ich muss den mit runternehmen? Auf mir. So. Schnapp ich mir den doch mal? Ups. Das ist ein bisschen ätzendes Level. Ich muss hier nach links rüber. Und das einzige Hilfsmittel, was ich dafür habe, ist dieser Block! Nein! Da muss ich mich besser anstellen nächstes Mal. Ich glaube, links runter ist schon die richtige Seite. Dann ist er nämlich gleich ein Stück weiter auf der linken Seite. Wenn ich unten die Zeit anhalte. So, nein, so klappt das nicht. Das Fiese ist nämlich, zum Glück weiß ich's, damit ich gleich drauf achten kann, den Block braucht man am Ende noch, um den Ausgang öffnen zu können, glaube ich. Auf jeden Fall braucht man ihn noch. Wofür, bin ich mir nicht ganz sicher, aber man braucht ihn. Also, immer zweimal rotieren und dann am dritten Mal hoch. Na. So, und gut, 19 Sekunden waren das gerade. Genau, den Block muss ich da reinschieben, um den Ausgang zu öffnen. Bei 19 Sekunden. Also reise ich mal so weit zurück, wie ich nur kann. Also bis zu 5 Sekunden. Und zur Erinnerung, der ganze Flug über diesen breiten Abgrund ist ja bei angehaltener Zeit passiert. Und deswegen sieht es jetzt aus der Zukunft betrachtet, oder wenn man währenddessen dabei ist, so aus, als wäre das sofort passiert. Ja, deswegen ist der verdammt Roboter da jetzt nicht gemütlich rübergeflogen, sondern der Roboter ist samt Block plötzlich erschienen. Mist. Wie kriege ich den jetzt? Ich kann es auf die Weise versuchen. Oh, hui! Yeah! Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber zum Glück habe ich nicht neu geladen. Schön! Tada! Hui! Läuft gerade gut. Aber dieser Level, der dauert eine Weile. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden und auch die Folge. Und diesen Level löse ich dann und zeige ich dann in der nächsten Folge. Bis dahin.